Freunde, Mahlzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir haben was Neues jetzt im Shop. Vuko Tools. Hier. Mega nice. Zeige ich euch gleich, wie es funktioniert. Kennen auch viele bestimmt. Hier. Das ist so ein Vuko Disc zum Umlegen der Bleche. Und hier auch nochmal für Kurven. Ne? Ja, so sieht das Jubiläumsset aus. Das ist hier in so einem Koffer. Dann habt ihr hier so den Disco Bender, nennt er sich. Der hat jetzt auch eine neue Funktion. Kann man hier verstellen. Zeige ich euch gleich mal im Video, wie das Ding funktioniert. Finde ich mega praktisch. Dann hier der Vuko Bender. Auch Vuko Bender, aber hiermit kann man halt kann man Radien ganz gut abkanten. Zeige ich euch gleich. So, dann starten wir jetzt einfach mal. Die meisten kennen den Vuko Bender schon. Wahrscheinlich gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Aber hier, ich finde die hier also von der Leichtigkeit sehr angenehm, auch zu verstellen. Es hakt auch nicht oder so. Und hier, wir stellen jetzt, hier ist eine schöne Skala, wir stellen mal auf 2 cm. So, und dann halte ich den auch meistens so, dass ich den hier unten packe. Also viele machen das auch so rum, geht auch. Aber ich kann das irgendwie nicht, ich breche mir immer einen ab. Also dann am besten auch so eine Anti-Rutschmatte nehmen. Auf der Baustelle müsst ihr das dann halt so ein bisschen festhalten. Und dann mit gleichmäßigen Bewegungen bis zum Ende immer fahren. Und mit leichtem Druck nach oben könnt ihr dann schön die Bleche sauber abkanten. Und ich finde das hier zum Beispiel, hier, fühlen wir ganz nah dran, haben die jetzt hier auch so ein bisschen abgeschrägt. Davor war es glatt, also gerade gibt es auch bei denen in gerade. Habt ihr jetzt so die Möglichkeit, dass ihr so ein bisschen mehr zum Blech abkanten könnt. Und da kommen auch keine Kratzer, also man bleibt ein bisschen weg vom Blech. So, dann könnt ihr jetzt mit dem Disc hingehen. Also manchmal ist es ja so, dass man hier schwer reinkommt von der Seite. Je nachdem, wo ihr seid. Also manchmal, wenn man das schräg abgeschnitten hat, kommt man halt ein bisschen schwer rein. So könnt ihr hingehen und diesen Regler hier, beziehungsweise diesen Bolzen, sage ich jetzt mal, an Seite schieben. So, das Rad. Und dann kommt ihr hier in der Mitte, könnt ihr dann auch reinfahren. Ja, und dann muss das Ding wieder natürlich hochgeschoben werden. So, ne? Und dann könnt ihr das dann schön umfalzen. Also komplett rum. So, dann habt ihr so 2 mm hier noch Platz, um jetzt einen Hafter reinzusetzen. Mega. Ja, dann haben wir hier den Vuko Bender. Moment, wie heißt der denn eigentlich? Ja, ihr könnt hier auch auf der Webseite von Vuko sehen nochmal. Hier sieht man, da kann man so halt leichte Radien mit abkanten. Hier. Und gibt es immer ein Video dazu. Dann zeigen die auch nochmal richtig, wie es funktioniert. Ja. So. So, dann haben wir jetzt, zeige ich euch nochmal hier bei uns im Video. Brauche ja nur so eine leichte Kurve. Ich nehme jetzt hier
Koffer zum Anzeichnen. Gut, jetzt haben wir mal ein, setzen wir ein Beispiel hier. Ja, so eine Kurve müsst ihr abkanten auf 1 cm zum Beispiel. Und dann könnt ihr damit auch so Kurven halt abkanten. Auch schön festhalten. Und dann wirklich immer kriegt ihr auch schön die Kurve rein, weil da jetzt nur ein Rad dran ist. Kriegt ihr die Kurven schön rein. Hier. Schön abgekantet. Haben wir das Set und ihr könnt die einzeln jetzt kaufen im Shop. Haben wir die auch im Shop. Also so ein Jubiläumsset kostet bei uns jetzt 999,90 €. Und ja, ihr könnt die Produkte auch einzeln kaufen. Mega. So, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Freunde.